Hallo und herzlich willkommen auf Eurela.de. Wir wollen uns heute eine Aufgabe anschauen, die wir mit Hilfe der vollständigen Funktion lösen können. Diese Aufgabe wird etwas schwieriger sein, aber ihr werdet sehen, dass man die Schritte auch durchaus mit einfachen Mitteln, die ihr kennt, lösen kann. Die Aufgabe heißt nämlich, dass wir einen Term der Form 3 hoch n plus 1 plus 2 hoch 3 n plus 1, dass diese Art, egal was für ein n ich hier einsetze, immer durch 5 teilbar ist. Das heißt zum Beispiel, wenn ich n gleich 1 einsetze, was hier Induktionsanfang wäre, n gleich 1, das wäre 3 hoch 1 plus 1, plus 2 hoch 3n, das ist 3 plus 1, das wäre 3 hoch 2 plus 2 hoch 4. 3 hoch 2 ergibt 9, 2 hoch 4 ergibt 8, 16, 9 plus 16 ist 25. Und 25 ist durch 5 teilbar. Also korrekt. Das heißt, wir haben den Induktionsanfang schon mal gezeigt. Jetzt wollen wir aber zeigen, dass es für alle n gilt, dass es durch 5 teilbar ist. Das heißt, wir schreiben als Induktionsschritt angenommen, es gilt für ein beliebiges, aber festes n. Das heißt, wir nehmen uns einfach irgendein n raus und wollen dann zeigen, dass es Induktionsbehauptung es auch für n plus 1 gilt. Das heißt, wir wollen zeigen, wie wir es bei diesem Dominostein hatten, fällt der n-te Dominostein um. Und wir haben herausgefunden, dass dann auch der n plus 1 Dominostein umfällt. Dann wissen wir, es fallen alle um. Das heißt, wir müssen nur zeigen, dass es für n plus 1 gilt unter der Voraussetzung, es gilt für n. Das probieren wir. Setzen wir hier oben statt n plus 1 ein. Das heißt, da steht 3 hoch n plus 1. Das heißt, 3 hoch n plus 1 statt n nochmal plus 1 plus 2 hoch 3 statt n kommt n plus 1 plus 1. Das ist unser neuer Term. Den schreiben wir um. Da steht hier oben 3 hoch n plus 1 plus 1. Da können wir das Potenzgesetz anwenden, das heißt, es ist 3 hoch n plus 1 plus 3 hoch 1 da oben, also mal 3 in diesem Fall, plus 2 hoch 3 n plus 3 plus, 3 plus 1, wenn wir das ausmultiplizieren, also bleibt übrig 2 hoch 4. Also 3n plus 1 mal 16. Nein, Entschuldigung, mal 8. Die 1 bleibt ja übrig. So, genau, wir haben hier oben eigentlich 3n plus 4 und 1 bleibt hier stehen, also 2 hoch 3 bleibt übrig, also 8. So, was können wir hier tun, dass wir unsere Induktionsbehauptung zeigen können? Nun, vielleicht ist es besser, wenn wir das hier oben nochmal umschreiben. Das ist durch 5 teilbar, das ist mathematisch so schwer greifbar. Das heißt, wir können das umschreiben als 3 hoch n plus 1 plus 2 hoch 3n plus 1. Und wenn das heißt, durch 5 teilbar, das heißt, es muss eine Zahl geben, sodass gerade 5 mal diese Zahl a gerade diesen Term ergibt. Ja, das ist einfach ein Vielfaches von diesem Wert ist. Und das können wir jetzt hier nutzen. 3 hoch n plus 1 und hier steht 2 hoch 3 hoch n plus 1. Hier steht aber mal 3, das heißt, wir müssen das hier oben erst mit 3 multiplizieren, dass wir damit überhaupt was anfangen können. Machen wir das mal. Multiplizieren wir den ganzen Term hier oben mit 3. Das heißt, es steht hier 3 mal 3n plus 1 plus 3 mal 2 hoch 3n plus 1 gleich 3 mal 5 ist 15a. Und das können wir jetzt einsetzen. Wir wissen, dass 3 mal das Ganze hier 15a ergibt. Das heißt, wir haben das hier, das steht hier oben. Und wir haben hier 8 mal, hier oben aber nur 3 mal, das heißt, es bleibt 5 mal übrig. Das heißt, hier bleibt übrig 5 mal diesen Term. Das heißt 5 mal 2 hoch 3n plus 1 und dann hier oben noch 15a. So, und jetzt ist es nicht so schwer herauszufinden, dass es ein Vielfaches von 5 ist. Nämlich können wir die 5 ausklammern. Wenn wir die 5 ausklammern, bleibt hier übrig 2 hoch 3n plus 1. Und hier bleibt 5a übrig.
Nun, wenn eine 5 ausgeklammert werden kann, wissen wir, das ist ein Vielfaches von 5. Das heißt, der ursprüngliche Term ist durch 5 teilbar, was wir zeigen wollten. Schaut nochmal auf der Seite durelda.de vorbei, seht ihr noch viele weitere Videos, auch zur vollständigen Induktion. Danke.